1,83 ist er groß. Das Beachvolleyballspielen ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden. Flo Schnetzer hat es geschafft. Der 27-Jährige spielt Woche für Woche gegen die Besten der Welt. In Brasilien, Porto Roche, Malaysia, Kufstein, Vaduz. Das Jahr 2017 war für den Oberösterreicher mehr als erfolgreich. Absolutes Highlight, die Medaille bei der World Tour in Malaysia. Aber wie jeder hat auch er klein anfangen müssen. Man muss sich das natürlich hart erarbeiten und verdienen. Das ist, da geht schon richtig zur Sache im Leistungssport. Und ich habe auch ganz klar angefangen, habe in der Region angefangen zum Volleyballspielen, zuerst in der Halle. Und habe jetzt 9 Jahre lang nebenbei immer Hallen- und Beachvolleyball gespielt. Und habe mich jetzt heuer einfach wirklich nur auf Beachvolleyball fokussiert und will da jetzt in den nächsten Jahren alles in den Sport ein investieren und hoffentlich noch weitere Schritte nach vorn machen und um dann wirklich in die Weltspitze zu kommen. Der Weg dahin ist dem Staatsmeister ja schon geebnet, wenn man bedenkt, wie abenteuerlich das alles begonnen hat. Das war bei mir ganz eine coole Geschichte eigentlich, weil ich komme aus einem ganz kleinen Ort und da hat mein Papa mitgeholfen, dass da ein Beachvolleyballplatz gebaut wird. Und da hat dann die Schroffmecker-Brüder gegen Clemens Doppler und Didi Madeberg damals so ein Showmatch zur Eröffnung gespielt praktisch. Und früher habe ich recht viel Fußball, Tennis und so gespielt. Und das Showmatch hat mich dann so begeistert, dass mir die Sportart dann irgendwie von Anfang an gefesselt hat. Und hat mir dann richtig Spaß gemacht und so ist das Ganze entstanden. Und dann habe ich immer mehr gemacht. Hartes Training ist Grundvoraussetzung, genauso wie ein verlässlicher Partner, den Flo Schnetzer jetzt neu gefunden hat. Mit Daniel Müllner hoffe ich, dass uns sehr viel Gutes erwartet. Sehr, sehr starker Spieler, richtig cooler Typ. Hat schon einen 5. Platz bei einer Europameisterschaft gemacht, war schon bei einer Weltmeisterschaft dabei. Ich denke, der bringt alle Voraussetzungen mit, um erfolgreich zu sein. Wir haben mit Tom Schroffmecker jetzt einen Trainer, der was uns da auf dem Weg begleiten wird, der im Psychologenbereich als Sportpsychologe und als Trainer, ehemaliger Beachvolleyball-Profi ist, schon, glaube ich, über 20 Medaillen bei Großereignissen erreicht hat. Und wir werden alles daran setzen, dass wir nächstes Jahr erfolgreich sind. Ich denke, wir haben heuer bei einigen Turnieren, die wir schon gemeinsam gespielt haben, wie in Baden, da wo wir fast die Nummer 1 der Welt geschlagen haben, gezeigt, dass sehr viel möglich ist. Und ich hoffe, dass wir dann in 2 Wochen in Australien schon ein erstes Ausrufezeichen setzen können und dann 2018 das erfolgreich weiterführen können. Und die Motivation dafür, das sind die vielen schönen Momente, wofür sich der Schweiß dann auch bezahlt macht. Was war denn eigentlich der Schönste? Ich denke, der schönste Moment bisher war sicher der Staatsmeistertitel 2016. Gemeinsam mit Peter Egelseher bei meinem Heimturnier vor meiner Familie, vor meinen Freunden. So ein Turnier zu gewinnen war echt einzigartig. Es waren alle Top-Teams aus Österreich, Dopplerhorst, es waren alle am Start. Und haben uns dann zum Staatsmeister küren können. Das ist was da nie wer mehr nehmen kann. Stimmt, der Staatsmeister gehört ihm und wer weiß, was künftig noch dazu kommt.